So, na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Glocksen, das ist 20XTX und wir haben den 14. Oktober 2018. Es ist Sonntag, es ist der Daily One. Wir machen den mit Nina und ich bin ein bisschen gespannt, wie es jetzt läuft, weil ich sitze hier auf neuer Hardware. Neuer Prozessor, neues Mainboard, neuer RAM und ich bin gespannt, wie das mit der Performance jetzt läuft. Ich erhoffe mir natürlich dadurch, dass dafür, dass die Mikroruckler verschwinden oder verschwunden sind jetzt. Das System im Allgemeinen läuft ein bisschen besser, definitiv. Hat auch ein bisschen Geld gekostet, das definitiv. Und ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich komme jetzt gerade wieder mal noch so ein bisschen leise vor. Aber das kennt man ja schon. Werde damit leben erstmal. Zumindest durch diese Aufnahme. Und ja, ohne große Verzögerung hier in den Daily One. Habe ich jetzt den normalen Daily One gestartet? Ich habe jetzt gar nicht so darauf geachtet. Warte mal, auf jeden Fall müssen wir hier nochmal hochgucken gehen. So, und ja, auch also nicht nur, dass die Mikroruckler natürlich in der Aufnahme stören. Beim Gameplay natürlich genauso. Das ging mir so auf die Nüsse stellenweise mit der Verzögerung, mit dem Aussetzen, mit dem Pausieren der Bewegung. Ja. Das konnte ich nicht ertragen. Ohne Scheiß. Das war so nervig, dass da stellenweise echt deswegen Punkte für Flöten gegangen sind. Das Problem ist natürlich, dass ich jetzt keine weitere Ausrede mehr habe, wenn es hier in die Hose geht. So, was haben wir denn hier? Den Wave Beam. Oh Gott, den hat ja noch. Den hatte ich glaube ich erst einmal. Das kann ja nur gut gehen. Auf jeden Fall hat er ein breiteres Spektrum nach vorne. Ist definitiv in dem Moment besser als die Standardknifte, weil du halt ein bisschen mehr Vertikalität hast. Ob du das nur willst oder nicht, sei mal dahingestellt. So, nein, Flap, ich hab dich nicht vergessen. Du bist nur da lang geeiert, wo ich absolut keinen guten Schusswinkel drauf hatte. So, oh. Ach Gott, das ist ja mal einer von den dickeren hier. Na toll. Ja, die Dinger gehen mir so auf die Eier. Die Fleckkanonen. Die, wie heißen sie? Ich hab's schon wieder vergessen. No Damage, ja, glaubst du. Ja, wie soll ich denn? Wie soll ich denn an dich rankommen da oben? Vor allem in der kurzen Zeit. Na toll. Der hässliche Pinguin, die ganze Zeit hat er mich verfolgt. Ich sehe schon, heute ist ein guter Tag, um einfach mal richtig schön abzulosen. Na, gerade so Sonntag sollte man meinen, dass man gut im Fokus ist. Die Woche ist rum, man hat nichts Besseres zu tun, als hier irgendwas zu zocken. Von daher müsste das doch eigentlich gehen, aber öfters dann mal auch nicht. Haben wir Ton? Ja, wir haben Ton. Das ist immer wieder die Frage des Tages. Das Problem natürlich an dem Halt-Stopp-Hardware-Wechsel war natürlich der erste große Schreck. Läuft es überhaupt auf Anhieb? Ja, also mein Mainboard, wie soll ich sagen, also ich sitze jetzt auf einem Ryzen 7 oder sowas Prozessor und das Mainboard, da war ein Ruckler. Was soll denn die Scheiße? Das gibt's doch nicht. Ich sitze auf einem Ryzen 7 der zweiten Generation und das Mainboard unterstützt das Ganze zwar, hat auf der Support-Seite aber angegeben, ja, dafür ist erstmal ein BIOS-Update nötig und am besten, beziehungsweise die einzige Möglichkeit, das zu machen, ist natürlich, wenn du erstmal einen Ryzen der ersten Generation reinbaust. Ja, hat ja auch jeder zwei davon rumzuliegen, sind ja auch gar nicht teuer. Nicht? Ich wollte eigentlich den Helm, aber ist egal. Dashing Fires und Powerful Blast, das ist nicht unbedingt so wichtig. Was habe ich jetzt eingesammelt? Den Magneten.
Das kann nur gut sein. Nee, jedenfalls, also das war natürlich meine erste Sorge, dass ich, wenn ich den ganzen Scheiß zusammengebaut habe hier, dass da erstmal gar nichts passiert. Aber hatte ich Schwein gehabt, das einzige Problem, was ich hatte, war, dass der RAM nicht erkannt wurde. Jedenfalls nicht vollständig, nur einer von beiden Regeln. Wer sich damit auskennt, man lässt die ja gerne mal im Duo-Modus laufen. Und der zweite wurde nicht erkannt, auf Anhieb. Muss ich das System erstmal so hochfahren, um dann ein BIOS-Update zu machen, was Gott sei Dank auch geklappt hat. Alter, der macht mich schon wieder fertig, der dumme Kur. Ah, das ist nicht wahr. Das wäre schon wieder... Das macht er jeden Daily One mit mir. Das macht er in jedem verdammten Daily One mit mir. Jetzt stirb doch einfach mal. Das tut mich... Was haben wir hier? Mehr Leben, sehr schön. Hatte Kur mich nicht auch letzte Woche abgefrühstückt? Ich weiß es gar nicht mehr. Mutan, bitte. Auf jeden Fall, diesmal war ich ein bisschen vorsichtiger letzten Endes. Da musste ich dann auch mal das Quatschen einstellen. Geht ja nicht anders. So, jetzt kommt Eternal Star als nächstes. Wo war ich denn jetzt? Ja, das einzige Problem war der RAM. Nach dem BIOS-Update ging das. Da wurde der RAM dann auch vollständig erkannt. Und ja, wirklich, also die einzige Überraschung, die kam... Wo ich mich Gott sei Dank mehr oder weniger darauf vorbereitet hatte, war, dass Windows sich deaktiviert hat, dass es plötzlich behauptet hat, oh, wo hast du denn die illegale Windows-Kopie her? Aber ich hatte ja nur die Hardware gewechselt, ja, es ist ein bisschen lästig. Das ist ein bisschen lästig bei den Windows-Versionen, aber Gott sei Dank. Also angegeben hatten sie, ja, sie müssen ihr Windows nur vor der Hardware-Änderung online aktivieren und mit ihrem Microsoft-Account verknüpfen und dann stellt das alles gar kein Problem dar. Ja, habe ich gemacht, habe ich alles gemacht, habe mir sogar ein neues Passwort zugelegt, was ich dann Gott sei Dank auch mir gemerkt habe. Das war die einzige Übung des Passwortwechsels. Ja, dachte mir, alles klar, machst du so. Mit dem neuen Zeug hochgefahren und Windows hat gesagt, ja hier, nicht aktiviert. Ich dann das ganze Ding mit meinem Online-Account verbunden, wie beschrieben, und dann, nee, geht nicht, warum auch immer. Er hat nicht mal einen Grund ausgegeben. Es kann daran liegen, dass sie ihre Hardware geändert haben. Wurde dann noch gesagt, ja, natürlich, darum ging es doch, deswegen habe ich es doch vorher so, deswegen hatte ich doch die Vorbereitung, ja. Nein, das gute Leben. Ja, letzten Endes lief es dann doch darauf hinaus, dass ich durch meine Schränke gewühlt habe und meine Windows-Kopie, meine Windows sozusagen, die CD und so weiter rausgekramt habe und den Code nochmal eingegeben habe. Was ich mir eigentlich ersparen wollte durch diese ganze Online-Aktionsgedöns. Aber nö. So, kannst du bitte hochkommen? Du bist da nämlich voll nervig unten. Aber davon abgesehen, dass es mir eigentlich scheißegal ist, was du da unten machst. Weil ich da eh nicht hin muss. Ja, und dann lief die ganze Grütze auf. Ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass er mit den verschiedenen Treibern nicht zu Rande kommt, was ja auch mal des Öfteren vorkommt. Wenn du dann plötzlich mal ein anderes Mainboard drin hast, aber es ging. Also ich hatte echt keinen Bock, Windows neu zu installieren. Das jedes Mal wieder, also. Neues Betriebssystem einrichten, kein Problem, macht Spaß, ja, aber wenn du von einem alteingesessenen System dann plötzlich in eine neue Installation wechseln darfst, das ist sehr lästig, vor allen Dingen, wenn du dann eigentlich Druck durch Zeitpläne und sonst was hast, ja, wo du dann echt keine Zeit hast, hier die ganzen Programme wieder einzurichten, na toll, ernsthaft, das wollte ich mir nicht freiwillig geben. Und hat ja Gott sei Dank auch so geklappt. So, ich würde jetzt trotzdem gerne da hinten an die Kiste ran wollen. Na toll. Warte mal. So.
Ach Gott. Jawohl. Wird ja auch Zeit. So, was haben wir hier drin? Ach so, 20% Dividende, alles klar. Das hat sich wirklich gelohnt. Ach, aber der Rückweg wieder. Voll nervig. Es lebe der Wandsprung. Beziehungsweise der Wanddrifter. Oh, hallo Leben. Wo bist du her? Ist natürlich herzlich willkommen, hier mein Sortiment an sehr fluktuierenden Lebenspunkten zu joinen. Dich hinzuzugesellen. Ach je. So, mein Prozessor ist gerade zu 10% ausgelastet. Nur mal so nebenbei. Fand ich sehr interessant. Fand ich auch sehr interessant gestern, als ich es halt zusammengefriemelt habe beim Testen. Einfach mal Tomb Raider gestartet. Ja, Prozessorauslastung 30%. Okay, und der Moment mal, Natalia Increased Damage. Oh, oh cool. Aber Power Kills, Might Restore Health ist viel wichtiger. Und mehr können wir uns nicht leisten, leider. Ja, Prozessorauslastung irgendwie 30% beim Tomb Raider Benchmark. Und der GPU, also die Grafikkarte, auf 100%. So muss das eigentlich sein. So will man es haben. So, wir versuchen uns nicht von Eternal Star einkreisen zu lassen, aber auch nicht unbedingt übermäßig getroffen zu werden. Schön, ich liebe den, ich liebe diesen Schuss auch, muss ich sagen. Der ist sehr, sehr hilfreich. Na toll, mal davon abgesehen, dass ich jetzt hier einfach mal unten durch müsste, aber da sind überall Eternal Stars kleine eklige Kinderchen. Ja, sobald du dich hier hast ein bisschen einkreisen lassen von der Brut, kommst du echt nicht mehr vernünftig an dem vorbeigesprungen, um die Seite zu wechseln. Enemies drop more energy, das ist total hilfreich. Weil du immer in so einen kleinen Reihen rauscht und dann zurückgestoßen wirst. So, ja, wir nehmen das Leben. Wir nehmen immer das Leben. Weil man lebt ja nur einmal. Lass mich mal ganz kurz gucken. Sieht man hier irgendwo, was man gerade für einen Lauf hat? Nee. Ich sehe nur unten rechts die Punktzahl, was darauf hindeutet, dass wir wirklich einen Daily machen. Oder so in der Richtung. Das ist ganz gut. Ich bin mir echt nicht sicher, welchen Lauf wir geschafft haben. Da achtet man manchmal einfach nicht drauf, weil man im Auto-Laber-Modus ist. Ah, toll. Haben wir uns gegenseitig verfehlt hier mit dem Flap. Sehr schön. Genau hier wollte ich hin. Muttern kann man auch immer gebrauchen. Unten ist nur ein Automat. Dann gehen wir da erstmal oben gucken. War hier noch eine Kiste? Ach, hier geht sogar direkt hoch. Okay. Ah, zu einem Shop. Na super. Mit 32 Münzen ist das herrlich. Münzen. Ne? Weiß schon. Increased Mobility reduces damage. Nee. Four-Way Dash in Mid-Air, ja, könnte man. Nutze ich selten. Deal Bonus Damage. Ja, ich hätte lieber Haufen mehr Sprunghöhe. Also den könnte man eigentlich nehmen, auch wenn ich ihn wirklich selten nutze. Aber naja. Bonus Damage ist ja nun mal Bonus Damage. Sau, ich hasse die Viecher. War toll. So, Pinguin. Starker Pinguin. Oh, schön so ein Schuss, der manchmal trifft und manchmal nicht. So, Fliehe, okay. Könnte man dann mal machen. Gleich. Wenn meine Schüsse irgendwann mal Gegner treffen. So, da gehen wir doch mal rein hier.
Fliehe vor den Fledermäusen. Machen wir doch grad. Guck mal, so macht man das theoretisch. Und heute ist es auch mal gelungen. Unten am Laufband lang. So, grants immunity to knockbacks. Wir haben aber schon sowas. Oberkörperrüstungsmäßiges. Und das Teil ist viel besser. So. Peng, alte Hippe. Steht er da hinten rum, hat nichts zu tun. Mehr Energie ausgezeichnet. Nicht unbedingt das Hilfreichste, was wir hier eingesammelt haben, aber... Es gibt nicht. Es sind immer noch Ruckler vorhanden. Unglaublich. Wenn ich mal treffen würde, wäre geil. Ja, nicht den Peng. Na toll. Na toll. Ja. Danke, Peng. Hast du ganz toll gemacht, Peng. Das Mistvieh. So, einfach mal durchfokussen hier. Danke, Flap. Komme ich da an die fucking Kiste hier oben ran? Na toll. Hallo? Kannst du mal bitte die Kiste treffen? Dankeschön. Mutter, na Gott sei Dank. Kann ich die jetzt wenigstens einsammeln? Sehr gut. So, wo geht's hier irgendwie noch hin? Ich dachte, jetzt ging's irgendwie nach rechts, aber... nach links. Leben! Meine Fresse. Krieg schon wieder dezenten Krampf im linken, rechten Zeigefinger. Wenn man einfach mal die Sprintentaste die ganze Zeit gedrückt hält. Und noch dazu, ich habe Muskelkater bereits jetzt schon in den Händen, weil Freitag mal wieder Training war. Und wenn man 2 Stunden lang ein Langschwert in der Hand hat, also ein richtiges, ne, dann geht das auf die Muskulatur. Kann ich gar nicht anders sagen. Achso, jetzt sind wir, den Shop hatten wir nur schon. Ich schwanke. Nee, ich behalte meine Kohlen. Obwohl, so ein Dash kann man ja eigentlich immer gebrauchen. So, jetzt erstmal Wille Visage hier dran. Ist ja gerade voll durchgegangen, der Scheißschuss. Alter, das macht nicht alles gleichzeitig hier. Du Penner. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Willy Visage ist nicht der schwerste Gegner, dass das mal klar ist. Also wir sollten den gebacken kriegen, wenn die Schüsse mal treffen würden. Der Pinguin sah jetzt auch nicht so aus, als hätte er irgendwie Lust gehabt, zu uns rüberzukommen. Sag mal, ich bin trotzdem ganz schön schwach, muss ich sagen. Schon ein bisschen schwach auf der Brust. Und somit direkt mit Bonus-Damage habe ich jetzt hier auch noch nichts gesehen. Ach Kunde, ja, mach mal einfach dicht, bevor ich schieße. Hallo, Dankeschön. Der Flap eiert irgendwo oben rum, ja. Unglaublich. Einfach schießen, einfach schießen. Puh, jawohl. So, wie sieht's denn aus? Die Feder ist scheiße. Trades Attack Damage für Energy, HP und Power Damage. Nein. Also die können wir uns merken, wenn wir mal wirklich auf... wenn wir mal wirklich auf Dingens aufbauen. Wer kommt denn jetzt? Auf Kraftangriffe. Der Perforator. Der Perforator. Ich überlege, ob ich einfach mal die Force Nova mitnehme, um Sachen abzuwehren. Was haben wir denn hier drin? Noch mehr Energie, na Gott sei Dank. Aber wie gesagt, Stärke wäre auch endlich mal geil. Und Kohlen natürlich sowieso. Immer diese Auswahl. Nee, generelle Angriffskraft
ist dann doch ein bisschen besser. So. Auch ein Zombs und ein Blaster. Und ein Rolli. Und ein Token. Nee, das war gar kein Token. Manchmal irritieren mich hier die Geräusche noch. Ja, das ist doch voll hilfreich. Gott sei Dank, dann können wir relativ hoch springen. Jetzt hätte ich jetzt hier auf die Plattform warten müssen. Gibt es hier eine Kiste? Na Gott sei Dank, diesmal falle ich aber auch nicht noch rein. Ich gehe da irgendwie unbeabsichtigt schon mal hochgucken und dann ist da nichts. Außer hier. Ah, ich hasse es. Ich hasse es, dass man durch manche Plattformen nicht durchkommt. So, Enemies drop more energy. Na Gott sei Dank. Das ist jetzt auch exakt das, was ich brauchen kann. Ach ja, der soll dann stärkerer. Mich schön natzen lassen hier. Jetzt wäre ein Shop schön. Wenn ich das mal so anbringen darf. Die Mucke ist cool, immer wieder. Muss ich ja sagen. So, nein! Geht's hier noch nach rechts? Nee, ich dachte. Ich dachte, es ginge noch nach rechts, aber anscheinend nicht. Oh Gott. Dann habe ich letzte Woche, na toll, einen der wenigen deutschen YouTuber mehr oder weniger gefunden für mich, den ich ertragen kann zu gucken, weil er nicht so aufgeregt Let's Playt, ja, und nicht so ins Mikrofon brüllt, sondern ähnlich wie ich halt relativ entspannt das Ganze kommentiert. Ja, Peacemaker zockt. Kann ich nur empfehlen. Alles. Alles, was jeder, der schafft, hier zu reden, ohne direkt einen voll zu brüllen, ist bei mir herzlich willkommen. Da gucke ich gerne rein. Da habe ich Half-Life Source geguckt bei ihm. Half-Life Black Mesa. Das war sehr lustig, weil ich ja Half-Life auch selbst geletzplayt habe. Und. Aber an die Black Mesa Erweiterung noch nicht ran bin, weil die ist halt immer noch nicht vollständig. Es fehlen immer noch die Xen Level. Also gehst mir total auf die Eier gerade. Da wird ja auch Zeit. Ja, und jetzt noch nicht da rein, na Gott sei Dank. Da ist der nächste Blaster. Alter! Sind so nervig. Jetzt aber nicht so. Ja, Black Mesa ist noch nicht fertig. Die Xen-Levels fehlen und deswegen habe ich das noch nicht gezockt. Aber allein den Anfang schon mal zu sehen, wie sich diese Total Conversion bzw. das Remake halt macht, das inoffizielle, war sehr unterhaltsam. Ah, noch mehr Charge Attacks. Okay, Attack Kills might restore energy. Das ist total doll. Force Metal Shell boosts health and attack damage, kostet Speed. Achso, warte mal, wir nehmen. Also, ja, gut, hier, ne? Speed. Speed brauchen wir auf jeden Fall erstmal. Und jetzt können wir uns den ganzen anderen Scheiß nicht mehr leisten, außer den Helm. Charging Up boosts your next attack too. Achso, ja, gut, da wir eh schon auf Charged Attacks so ein bisschen gehen, können wir das ja durchaus mal machen. Mir juckt heute den ganzen Tag schon die Nase. Also, seit ich die Aufnahme begonnen habe, es ist so furchtbar. Gott. Der mit seinen hässlichen Dauerattacken. Na toll, weißt du, ich hätte dich gerne mal getroffen. Das ist unglaublich. Der Typ macht mich fertig. Wortwörtlich. Weil ist ja ganz schön, dass ich zweimal treffen kann, wenn er treffen würde. Ah toll, jetzt ist er in der Mitte und macht wieder den. Ne? Nein!
shit. Also außen macht er immer bloß diese Dreier Schussdinger quasi, den eigenen Forkelator macht er sich da, ja. Aber in der Mitte macht er halt dieses Kreuzdingens und sogar diesmal ziemlich, ziemlich gestreut. Ja, war total meine Schuld, dass das mal klar ist. Nichtsdestotrotz, weniger Mikroruckler. Weniger sind immer noch vorhanden, ich weiß nicht wieso. Die Festplatte ist definitiv nicht ausgelastet, der RAM sollte auch... Am RAM kann es nicht liegen, an der CPU kann es nicht liegen, an der Grafikkarte, ich habe keine Ahnung. Irgendwo ist noch eine Unstimmigkeit, ist egal. Ja, das war die Daily Challenge für heute, für den 14. Dezember, wollte ich schon sagen. Für den 14. Oktober 2018. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.